welcome to all of you. Und damit gehe ich auf Deutsch über, weil mir das Richtung Jahresende zu anstrengend ist, auch noch Englisch zu reden. Ich denke, so ein paar Sätze dürfen auf Deutsch sein. Herzlich willkommen, mein Name ist Armin Grunwald. Ich habe das Privileg, dieses wunderbare Institut hier zu leiten. Ein Institut, in dem so Kollegen wie Jomit Jahar und Christopher Köhnen sich treffen. Der eine aus der Forstwissenschaft, der andere denkt gerne über Transhumanismus und sonstige schräge Dinge nach. Die beiden treffen sich, finden sich interessant und stellen noch gemeinsame Dinge auf die Beine. Das ist richtig ein Privileg, ein solches Institut leiten zu dürfen. Jetzt freue ich mich sehr mit Ihnen auf das Theater des Anthropozän. Ich begrüße die Berliner Truppe dazu, wo ist Herr Radatz? Da sitzt er im Hintergrund. Herr Radatz, ich begrüße die Akteure hier, bin sehr gespannt und freue mich darauf. Ansonsten ist das Anthropozän ja eh ein großes Theater, aber hier ein Theater des Anthropozän im Haus zu haben, ist was ganz Besonderes. Herzlich willkommen, ich freue mich. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Bruno Lunge Project, I want to welcome you all to today's theater show at the ITAS Einsame Bäume in einem Dschungel aus Beton. Many thanks for coming here. Thanks from my heart and also to the team. Today you will watch a show which is a fusion experimental attempt to use science and arts for artistic performance. We use some learnings from the Bruno Lunge project in a theatrical way. I want to thank very much Christopher for this cooperation and for Frank and especially Christopher also for providing funding. That's very important. I hope you will like the show and looking forward to your response afterward. Thank you very much. Alles kannst du mir geben, Sturm und Stille auch, Spiel und Ernst zugleich, du machst mich so reich. Es brennt der Wald im Abendrot, es glüht der Berg, wenn Sonne lohnt, so brenn auch ich. Mich kühlt kein Wind, ich suche dich, bis ich dich. Guten Abend, mein Name ist Frank Radatz, bin der künstlerische Leiter des Theaters aus Anthropozän. An der Gitarre Kevin Mooney, das ist Claudia Burkhardt, die Schauspielerin. Und wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Das Theater des Anthropozän wurde vor 4 Jahren, 2019,
im Kontext der Humboldt-Universität gegründet, an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft und ist auf ökologische Themen fixiert. Heute Abend ist unser Thema die Stadtbäume. Da haben wir ein Programm entworfen mit Christopher Köhn, der Name ist schon gefallen, Sumit Saha, Kevin Mooney und mir, und gehen dazu in den Mythos zurück, in ein anthropologisches Theater, zu Ovid, aber auch natürlich in die Gegenwart und, wie soll es anders sein, in die Zukunft. Und Stimmen aus Mythos, Literatur, Wissenschaft kommen zusammen. Und was ich Ihnen jetzt noch so als kleinen Leitfaden durch dieses Labyrinth der kleinen künstlerischen Erdbeben mit an die Hand geben kann, ist, dass es darum noch gehen sollte, bei so einem Theater, was kann das Theater in so einem Kontext leisten, als das zu sagen, was die Wissenschaftler sowieso viel besser wissen, dass wir uns fragen, wie können wir eigentlich das Verhältnis Baum, Mensch, Natur, Mensch, Stadt perspektivieren, anders perspektivieren? Wie können wir zu einem vielleicht kooperativen Verhältnis mit der Natur finden und die Natur als etwas begreifen, was ja auch in unserer Macht der Gestaltung liegt, dieses Verhältnis? Das ist ja nicht in Zement gegossen, sondern braucht ja vielleicht sehr viele kreative Energien, um im Anthropozän das Überleben der Städte und ihrer Bewohner zu ermöglichen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Lange glaubte er noch, den Wald zu durchschreiten, in dem betäubend warmen Wind, der von allen Seiten zu wehen schien und die Bäume wie Schlangen bewegte, in der immer gleichen Dämmerung der kaum sichtbaren Blutspur auf dem gleichmäßig schwankenden Boden nach. Allein in die Schlacht mit dem Tier. In den ersten Tagen und Nächten, oder waren es nur Stunden, wie konnte er die Zeit messen ohne Himmel? Fragte er sich noch manchmal, was unter dem Boden sein mochte, der unter seinen Schritten Wellen schlug, sodass er zu atmen schien? Wie dünn die Haut über dem Unbekannten unten und wie lange sie ihn heraushalten würde aus den Eingeweiden der Welt? Als der Wind zunahm, wurde er häufiger an Gesicht, Hals, Händen, von Bäumen und Ästen gestreift. Die Berührung war zunächst eher angenehm. Ein Streicheln oder als prüften sie, wenn auch oberflächlich und ohne besonderes Interesse, die Beschaffenheit seiner Haut. Dann änderte sich die Art der Berührung. Aus dem Streicheln wurde ein Abmessen. Wie beim Schneider, dachte er, als die Äste seinen Kopf umspannten, dann den Hals, die Brust, die Taille und so weiter, bis sie von Kopf bis Fuß Maß genommen hatten. Das Automatische des Ablaufs irritierte ihn. Wer oder was lenkte die Bewegungen dieser Bäume, Äste oder was immer da an seiner Hutnummer, Kragenweite, Schuhgröße interessiert war? Die Gegebenheit studierte sein Skelett, Zahl, Stärke, Anordnung, Funktion der Knochen, die Verbindung der Gelenke. Die Operation war schmerzhaft. Er hatte Mühe, nicht zu schreien. Er warf sich nach vorn in einen schnellen Spurt aus der Umklammerung. Er wusste, nie war er schneller gelaufen. Er kam keinen Schritt weit. Er blieb in der Klammer, die sich jetzt um ihn zusammenzog und seine Eingeweide aufeinanderpresste, seine Knochen aneinander rieb. Wie lange konnte er den Druck aushalten? Etwas wie ein Blitz ohne Anfang und Ende beschrieb mit seinen Blutbahnen und Nervensträngen einen weißglühenden Stromkreis. Er hörte sich lachen, als der Schmerz die Kontrolle seiner Körperfunktion übernahm. Es klang wie Erleichterung, kein Gedanke mehr, dass war die Schlacht.
sich den Bewegungen des Feindes anpassen, ihnen ausweichen, ihnen zuvorkommen, ihnen begegnen, sich anpassen und nicht anpassen, sich durch Nicht-Anpassen anpassen, angreifend ausweichen, ausweichend angreifen, dem ersten Schlag, Griff, Stoß, Stich zuvorkommen und dem zweiten ausweichen, umgekehrt, die Reihenfolge ändern und nicht ändern, dem Angriff begegnen mit gleicher und oder anderer Bewegung, Geduld des Messers und Gewalt der Beile. Er hatte seine Hände nie gezählt. Er brauchte sie auch jetzt nicht zu zählen. Überall, wo immer, wenn er sie brauchte, verrichteten sie seine Arbeit. Fäuste bei Bedarf, die Finger einzeln verwendbar, die Nägel gesondert, die Kanten aus den Ellbogen. Seine Zähne erinnerten sich an die Zeit vor dem Messer. Im Gewirr der Fangarme, die von rotierenden Messern und Beilen nicht, der rotierenden Messer und Beile, die von Fangarmen nicht, der Messer, Beile, Fangarme, die von explodierenden Minenbürteln, Bombenteppichen, Leuchtreklamen, Bakterienkulturen nicht, der Messer, Beile, Fangarme, Minenbürtel, Bombenteppiche, Leuchtreklamen, Bakterienkulturen, die von seinen eigenen Händen, Füßen, Zähnen nicht zu unterscheiden waren, in dem vorläufig Schlacht benannten Zeitraum aus Blut, Gallert, Fleisch, sodass für Schläge gegen die Eigensubstanz, die ihm gelegentlich unterliefen, der Schmerz bzw. die plötzliche Steigerung der pausenlosen Schmerzen in das nicht mehr Wahrnehmbare sein einziges Barometer war, in dauernder Vernichtung immer neu auf seine kleinsten Bauteile zurückgeführt, sich immer neu zusammensetzend aus seinen eigenen Trümmern in dauerndem Wiederaufbau. Manchmal setzte er sich falsch zusammen, linke Hand an rechten Arm, Hüftknochen an Oberarmknochen oder weil es ihm langweilig war, immer die gleiche Hand am gleichen Arm. Manchmal verzögerte er seinen Wiederaufbau, ging gierig wartend auf die gänzliche Vernichtung mit Hoffnung auf das Nichts, die unendliche Pause oder aus Angst vor dem Sieg, der nur durch die gänzliche Vernichtung des Tieres erkämpft werden konnte, das sein Aufenthalt war. Außerdem vielleicht, dass nichts schon auf ihn wartete oder auf niemand. In dem weißen Schweigen, das den Beginn der Endrunde ankündigte, lernte er den immer anderen Bauplan der Maschine lesen, die er war, aufhörte zu sein, anders wieder war, mit jedem Blick, Griff, Schritt, und dass er ihn dachte, änderte, schrieb mit der Handschrift seiner Arbeiten und Tode. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen, schweigen im Walde, warte nur, warte nur, Walde, ruhest du auch, warte nur. Warte nur, alle ruhest du auch.
Gilgamesh found it difficult to get up, to stand up. Uneaten conditioning biscuits lay crumpled around his pillow. So far, unable to observe the scene outside, no memory as to how he got there. It was Uruk 21, urban metropolis, block after block of it, from horizon to horizon. Hands are sticky like tree sap. Gilgamesh, sitting in an overstuffed armchair, clasping a briar pipe in his teeth, a pipe with no tobacco, because smoking is banned in this area, reading the latest edition of the Compliant Citizen on recycled paper. Other than a collection of bonsai trees, the apartment is empty, except for a stuffed lion, a silver-framed picture of the evil white witch, and in the corner of the room, a wardrobe. The authorities had taken away his armor, his sword, his shield, and his hunting spear, although had not confiscated, nor were aware of, his supernatural mind meld, robot shock arm, squid laser, and powerful burning red heat vision. Eyes feel misty and moist, like leafy forest in the rain. There was a loud rat-a-tat-tat from the brass knocker on the door. Gilgamesh opened the door with brass knobs on. It was Ted. "We are having a bash at the church hall this evening. The vicar says it will be okay if we park our motorbikes alongside the vestry. There will be some beer and a few sandwiches. Ian is DJ, and he has rare 45s from Jet Harris." "Where is it then?" "At St. Concrete Foresters, just a 15-minute burn up from here. 8 o'clock. Are you in?" "How much for entry?" "I will put you on the guest list." "Okay then, 8 o'clock. See you there." Gilgamesh returns to the front room. There is a man dressed in leather, examining one of the bonsai trees. "Who are you? How did you get in here? This is a private apartment." "My name is Paul Traditional, from the band Paul Traditional and the Concrete Foresters. 22nd century rock and roll, really quite ahead of its time. I came in through the wardrobe and am here to help." "In what way?" "It's about the trees. When you killed Humbaba, the tree demon, you took on some of his personality. Every 6,000 years, you must kill Humbaba. And then, 6,000 years onward, Humbaba must kill you. Do you realize?" "Well, I do feel kind of deterritorialized these days." "It's the trees. You simply must think more about the trees." "How so?" "Build them up instead of cutting them down, for example. Do you see very many of them around here in the metropolitan concrete jungle?" "Well, no." "That's correct. Hardly any. Look it. Something has to be done. First foot forward. Got to shape some action. I am here to tell you, protect the trees. Nourish the trees. Increase the trees. You still have the power, Gilgamesh. You. Take this. It is a box of acorns. A box full of seeds. Plant them everywhere. Oak, ash, elder, yew, willow, apple, hazel, blackthorn, aspen, holly, elm, broom, rowan, birch, whitethorn, spruce, poplar, redwood, pine,
chestnut, almond, cypress, maple, olive, hawthorn, cedar, hickory, juniper, beech. Trees, everything, every kind of tree. Plant them in the cracks between the paving stones, between the concrete. Let future generations stand beneath the shade of the freedom tree. Lonely tree in the city. Lonely tree in a concrete jungle. Lonely tree, it's just ourselves alone. Just ourselves alone in the city. Lonely tree, you and me, lonely like society. Lonely tree in a wasteland. Lonely tree in a concrete wasteland. Lonely tree, it's just ourselves alone. Just ourselves alone and the city. The only tree, you and me, lonely like society. Lonely tree, you and me, lonely like society. Lonely tree in the city. Lonely tree in a broken city. Lonely tree, it's just ourselves alone. Just ourselves alone in the debris. Lonely tree, the only tree that can be seen in the city. Lonely tree, growing through the concrete. Lonely tree, you and me, lonely like society. Bankrupt ideology surrounds the lonely urban tree. Stand beneath the branches of the freedom tree. Bankrupt ideology surrounds the lonely urban tree. Stand beneath the branches of the freedom tree. Telephone conversation. Urban Gilgamesh. I am very conscious of the lonely urban tree, of what it does and does not represent. And I suggest this. Many ways are there to describe a tree when our attention is focused in such and such a manner. For example, one, constituent parts, the volume of the lonely urban trees. Two, volume of the vast metropolitan concrete power machine that surrounds the trees. Three, broken wooden chairs scattered among the garbage could still be considered as a part of a tree. Four, so in what sense does a tree consist of parts? A simple visual image of concentric circles forming into open curves which make up branches and twigs and leaves. Five, does the tree have a clear sense, a clear use, a clear meaning on the cleared and sterilized composite public space? Six, how much is a tree worth? And who does the tree answer to? Are the trees in any particular type of urban situation not presenting any kind of answer at all, but simply a living and growing rejection of the question? Is our tree a conscious tree, an actual fact of actual experience, or what would it be otherwise if it were the case that the tree and the concrete is alive, but we are not? A lonely willow tree said this to me.
Vieles weiß der Dichter Ovid zu erzählen von der Verwandtschaft zwischen den Menschen und den Bäumen. So galt der Tochter des Peneios, Daphne, Apollos erste Liebe. Von Amor selbst getrieben, folgt der Gott ihrer Spur mit beflügelten Schritten. Wie wenn ein gallischer Windhund auf offenem Feld einen Hasen sieht und nun der eine mit schnellen Läufen nach der Beute trachtet, der andere nach Rettung. Jener, fast sieht es so aus, als hinge er schon an dem Hasen, hofft, ihn gleich im nächsten Augenblick zu packen und berührt schon mit der Schnauzenspitze die Läufe. Dieser ist noch im Zweifel, ob er vielleicht schon geschnappt sei, kann mit knapper Not sich vor den Bissen noch retten und entkommt dem Maul, das ihn eben berührte. Ebenso der Gott und das Mädchen. Hoffnung macht jenen, diese die Furcht schnell. Aber von Amor beflügelt ist der Verfolger geschwinder, gönnt der Flüchtenden keine Rast und ist ihr hart auf den Fersen. Sein keuchender Atem erreicht ihr wirres Haar, ihren Nacken. Schon schwinden ihre Kräfte. Sie erblasst, erschöpft vom eiligen Lauf. Da erblickt sie die Wasser des Peneios. Vater, ruft sie, hilf! Wenn ihr Flüsse göttliche Macht habt, so nimm durch eine Verwandlung die Schönheit von mir, durch die ich zu sehr gefiel. Kaum ist die Bitte ausgesprochen, als ihr die Glieder schwer werden und erstarren. Ihren zarten Busen umschließt weiche Rinde. In Blätter verwandelt sich ihr Haar, in lange Äste die Arme. Ihr Fuß, eben noch so flüchtig, stockt, von zähen Wurzeln gehalten. Ein Wipfel verbirgt ihr Gesicht. Nichts bleibt zurück als die glänzende Schönheit. So auch liebt sie Apollo. Und als er die rechte Hand an den Stamm legt, fühlt er noch unter der frischen Rinde das Herz schlagen. Er umschlingt mit seinen Armen die Zweige, als ob er Daphne selbst an seine Brust drückte und bedeckt das Holz mit Küssen. Doch selbst das Holz weicht vor den Küssen zurück. Da ruft der Gott: Kannst du auch nicht meine Gattin werden, so sollst du zumindest mein heiliger Baum sein. Ewig wirst du mein Lorbeer, mein Haar, meine Leier, meinen Köcher bekränzen. Römische Feldherren wirst du begleiten, wenn Triumph das fröhliche Volk ihnen zujauchzt und wenn das Kapitol den langen Festzug betrachtet. Du sollst, Lorbeerbaum, dich als treuester Hüter erheben und über dem Eichenkranz in der Mitte schützend die Zweige breiten. Und wie mein eigenes Haupt ewig jung ist, mit nie geschnittenen Locken, also trage auch du für immer die Pracht deines Laubes. Apollo hatte geendet. Mit eben entstandenen Zweigen nickt ihm der Lorbeer Beifall zu. Und gleich einem Haupt scheint sich der Wipfel zu neigen. I wander lonely as the hound on concrete avenue. I came across a rowan tree on concrete avenue. I stood beside a rowan tree, and this is what it said. Take these seeds from the ancient wood and plant them in my stead. Take these seeds from the ancient wood and plant them in my stead. I wander lonely as the hound at the concrete central station. I came across a hazel tree at the concrete central station. I sat beside the hazel tree in a broken wooden
wooden chair, the tree said, take these seeds from the ancient wood and plant them everywhere. Take these seeds from the ancient wood and plant them everywhere, said the lonely urban tree. Between the earth and the concrete, said the lonely urban tree. The city is falling, the tree is calling, a lonely urban tree in a concrete jungle. Come back to the bower in the green and the green. Right, fal-dra-lal, right, fal-dra-lal, beside the freedom tree. Oh, will you come back to the bower in the green and the green? Right, fal-dra-lal, right, fal-dra-lal, beside the freedom tree. Das war jetzt die 10. oder 11. Wohnung, die wir angeschaut haben. Alles vollkommen überteuert. Yeah, it also said no pets allowed. Als wäre ich ein Haustier. Irgend so ein Hausschwein, das zum Schluss gebraten und zu Wurst verarbeitet wird. Pigs are farm animals, like geese. Pets are not eaten. Dogs, cats, for example. Ja, das ist ja beruhigend. Aber was ist, wenn man mich verwechselt mit einem Huhn zum Beispiel und dann heißt es ab in den Bratwolf. It's Bratspieß or Fleischwolf, but not together as one word. You must not get upset. You have to think about your heart. Und nenn mich nicht immer Lollipop. Ich bin kein Lutscher. Oh, that's my nickname, because you're so sweet. And I love making Schnabulieren with you. Wobei ich ja zu bezweifeln wage, dass Schnabulieren von Schnabel kommt. I think so, my sweet. Außerdem wollte ich lediglich sagen, dass die Mieten viel zu hoch sind. So einen Betrag, den kann ich mir mit ein paar Tricks auf dem Jahrmarkt niemals leisten. Und dein Gehalt als Soufflöse beim englischen Studententheater, das reicht vorne und hinten nicht. My dear, but you're an actor. I just know you're gonna get a part in the Tatort one day. You're gonna be a huge star. And you'll be able to solve crimes. Just imagine. Inspektor Lollipop von Karlsruhe. Früher vielleicht. Früher, da hatte ich Gelegenheitsjobs beim Kinderkanal. Auch nur so lange, bis er dann eingestellt wurde. No, but I think that's a good thing. Children should not watch so much television. Du hast ja recht. Aber wir sollten auch an unsere materiellen Interessen denken. Zumindest manchmal. Yes, but we can't do the wrong thing, just because it may bring us profit. Ja, du hast ja recht. Aber, darling, was willst du eigentlich? I want to hear your heart beat very close. And you? Ich? Ich? What do you want? Ich? Ach, an deiner Seite kann ich einfach keine klaren Gedanken fassen. What do you want? Let's be honest. Just say it. I would love to hear it. Ich will Kinder mit dir großziehen. Oh, Lollipop. You are... Oh, you're impossible. You're a futurist. Ohne kühne Entwürfe gibt es nun mal keinen Morgen. Dann wiederholt sich nur alles und die Zeit tritt auf der Stelle. But how do you envisage that? Are our children just supposed to sit in front of the screen all day and watch the Wachstumsmaschine rotate? Nein, natürlich nicht. Sie sollen mit der Natur groß werden. So you mean we just put them in front of an aquarium?
Nichts weiter als ein hoffnungsloser Illusionist. Nichts weiter als ein arbeitsloser Schauspieler ohne festen Wohnsitz. Hey, no, that was just fun with the aquarium, yeah? Once they're here, we'll take our children to the countryside. All the time. Yeah? Mm. Darling. Yes? Was hältst du davon, wenn wir in ein Baumhaus ziehen? Da haben wir alles, was wir brauchen. Frische Luft, sauberes Wasser, nette, gefiederte Nachbarn, Käfer, Würmer, Raupen. Das gesamte Mikrohabitat des Baums steht uns kostenlos zur Verfügung. Ich wiederhole, kostenlos. Where would we put such a treehouse? Nicht weit von hier, da gibt es eine Brache. Da stehen Bäume, die sind so 50, 60 Jahre alt. Buchen, Eichen, Lärchen, eine Kirschpflaume und sogar eine Elsbeere. Okay, but how are we supposed to build this? You have no hands. You can't hammer a nail. And the doctor said I shouldn't carry so much weight. Es existiert doch schon. Das ist ja der ganze Witz. Ein Specht hat eine Baumhöhle angelegt. Klasse Design. Und dann ist er weitergezogen. Das heißt, die steht jetzt frei. Wir können direkt rein. Kumpel von mir hat mir einen Tipp gegeben für ein paar Nüsse. Tell me something, Lollipop. Are you manipulating me? Was? Nein. Wieso das denn jetzt? Well, first you were outraged at the overpriced rents. And then your heart attack. And now what? You pull a vacant home out of your hat? Darling, ich bin doch Künstler. Ich bin Künstler und der Überraschungseffekt ist Teil meines Charakters, sozusagen. Und außerdem sind es auch meine Kinder, die da groß werden. Schau sie doch bitte einmal an. Nur so ganz unverbindlich. Okay. But on one condition. If I say no, that means no. Einverstanden. Mm. Also, ja. Meanwhile, in the opposite part of the city, a new story is developing. Anna's Linden Tree, Part 1. Anna got anxious this evening. Papa, Mama, Brother Paul, and all. What will happen to the garden? For Anna, this is a garden of Eden. Over there, the great big linden, a piece of heaven. In a sea of ideological cacophony, Papa, what will happen with the linden? Anna plays under the tree every afternoon. When the last leaf falls, Anna prays to God for the new leaves in spring. When she gets a fever, Paul collects linden flower and makes tea with brotherly care. More affordable houses are needed. The developers want this piece of garden. New buildings will be made here. Developer promised a new garden, a beautiful stone garden instead. But what will happen with my linden tree? Will they cut it? Little Anna cries and shouts. Faust, in the meantime, was having a chat with the developer. Science, Part 2. Ladies and gentlemen, like Anna's linden tree, we all can perhaps recall a favorite tree from our childhood. Like Anna, I also have a favorite tree, an ancient fig tree that still survives near the house
where I was born in a small village near the eastern Himalayas of India. So why do we human like trees? The first plant with the character of a tree came to the world 374 million years ago. We Homo sapiens evolved in the jungle and savannas of Africa around 284,000 years ago. The post-industrial hyper-urbanization in Europe only kick-started around 247 years ago. So, we spent 99% of our evolutionary time in a natural environment where trees were important landscape features. Trees improve our mental and physical health. Colleagues at KIT and University of Heidelberg discovered that when people spent more time near trees inside a city, resulting in less stress hormone or cortisol in the blood, trees attract birds, insects, squirrels, and all other different types of animals and act as salutogens, the opposite of pathogens. Trees also create problems such as allergies, safety challenges, dirts, etc. But humans still love trees. In science and philosophy, we call it the biophilia theory, or the theory of Gaia. Ladies and gentlemen, our cities are becoming grayer and grayer. The main reasons are urbanization, diseases, inadequate care of trees, and climate change impacts such as drought, heat waves, forest fires, storms, extreme cold events, and floods. Can you imagine some scientists say that Karlsruhe will become like Athens by 2050? The aim of the Grünelunge project is to understand the ecology of city trees. We also want to understand the benefits they provide to us and the relationship between human and trees in a growing city. In our project, we found many interesting results. I want to share with a few. First, a 20-meter tall lonely tree in front of your house, standing alone near a busy street, is not lonely, by the way. We found DNA of approximately 400 animal species on only 6 Spitz Ahorn and 6 Rote Eiche trees in Karlsruhe. We have hundreds of species of bacteria and fungi on only 12 trees. We found 9 species of bats in Karlsruhe, visiting only 40 Rote Eiche and Stiel Eiche trees. We counted 400,000 lonely or solitary trees standing in Karlsruhe in 2020. So, are city trees extremely important for urban biodiversity? Ladies and gentlemen, a provocative question is, do we need high biodiversity in a city at all? The city is not a natural ecosystem. But I then ask myself, what is left for a natural ecosystem in the Anthropocene? Based on the evidence, I can say that if we do not care about the city's biodiversity, we will also be unable to safeguard our forests, rivers, meadows, and agricultural lands because we live in a cultural landscape. Every component of a cultural landscape is interrelated, like a mycelium of a fungi. Second, we found having many large trees in the city is also very important. Then we can have high climate regulations, such as air quality purification and cooling from trees due to shading, transpiration, as well as high biodiversity. Because large trees support more microhabitats like woodpecker holes and cavities and enrich biodiversity. Third, citizens of Karlsruhe perceive very positively having more trees in their neighborhoods. During COVID, people visited parks, forests, and streets with a good cover of trees to relieve stress. High recreation demand for trees can also bring new problems. For example, visitors to parks and forests should follow the rules of safety and cleanliness, which requires more transdisciplinary dialogues and awareness building between science, practice, politics, and citizens.
With support from Gartenbau am Karlsruhe and ITA's real-world laboratory infrastructure, we created a concept called Stadtbaum Forum, or City Tree Forum, as a format of transdisciplinary dialogue process. Fourth, we found a high variation in the resilience of trees to fight and recover from the drought stress in cities. Species like steel eiche or pedunculate oaks and platanen or plane trees are more resilient to drought than species like hainbuche or hornbeam, Norway maple or spiksahorn, and linden trees. In the future, more research should be done on which species will be suitable for planting in cities as the climate is rapidly changing. We also found that a spring rainfall shortage can negatively impact the growth of the city trees. Continuous drought events in the last 20 years have led to premature death in trees of urban and peri-urban forests of Karlsruhe. Fifth, an increase in tree cover to 50% within Karlsruhe city had the capacity to reduce the temperature of 5 to 10 degrees Celsius during a heat wave. The positive effect of greener local cooling of microclimate was more visible during night and morning, which is very important for sleeping and getting ready for work. Sixth, ladies and gentlemen, an important outcome of our project is that research related to city trees shall be inter- and transdisciplinary. It is very important to involve citizens and municipal partners such as Gartenbauamt Karlsruhe and Forstamt Karlsruhe in urban forestry projects from the very beginning, so that co-creation of knowledge, co-implementation of solutions, and co-transformation of urban green space can be done hand in hand. When you return home, please have a look whether you can see at least 3 large trees from your house, whether you have at least 30% of your neighborhood under tree cover, and whether you have access to park within 300 meters from your house. In the meantime, Anna's Linden Tree Part 2. Faust got an SMS from Gabriel. His discussion with the developer in a cross-section between heaven and hell got canceled. Faust went to Anna. I want Linden to be there and garden to be there forever. That's not possible, Anna. The decision has been made by the mayor, by the council, by us. We'll build a new house and create a nice stone garden. But why did no one invite me to know my opinion? The councillor of your area was there, and he supported the decision. Though Faust, councillor, does not know my love for these trees and garden, the councillor does not know the opinions of other children and their parents. He never asked us. Having a tree in front of my house and garden is a fundamental right. Though Faust also think about all other animals who need this tree, who uses this garden. Did you know about a project in Karlsruhe? What project? How did you know? Brunelunge project. The scientists told us to keep the old trees and gardens as long as possible. And honeybees, bumblebees, butterflies, and birds brought me those project results. Faust thought deeply, transformed into a politician of Stuttgart, and went to the mayor. The mayor ordered an open council and started a new discussion, invited all children, their parents, and their animal and plant friends. A new decision was made that a new building will come, but not destroying the gardens and old lindens and other trees, by keeping them. The mayor proclaimed that it should be a future bio-city. The city council appointed a new developer, Weinbremer 2.0, as a new architect.
Anna and Paul started dancing under that linden tree. The linden dropped a yellow leaf off Anna and said, "Thank you." That was the last leaf of this year, fallen before Christmas, with a new hope. Kleiner Wesen in der Erde, natürlich und frei Erde, bringt den Boden hin, at the last living tree. The last living tree, at the last living tree. Small creatures of the earth, it's a question of free will, at the last living field, at the last living hill. Small creatures of the earth, this is what I wish for you. More basic freedom than the past ever knew. Sometimes friends become enemies, and enemies become frenemies, and frenemies become friends again. Small creatures of the earth, to be free is to be free. Take back the ground of being at the last living tree. Small creatures of the earth, to be free is to be free. Take back the ground of being at the last living tree. At the last living tree. At the last living tree. The last living tree. At the last. Abend. Ich möchte den Bäumen in der Stadt heute Abend einen vorweihnachtlichen Gruß von Ihnen und dem Theater des Anthropozän überbringen. Ganz in dem Sinne, wie der Dramatiker Heiner Müller sagt, Theater ist eine Projektion in die Utopie oder es ist nichts Besonderes. Ich grüße den einsamen Baum an der Einfahrt zum Flughafen Charles de Gaulle. Dieser Gruß geht also an alle einsamen Bäume in unseren Städten, aber insbesondere an jene Bäume, die aus einer künstlerischen Intervention hervorgegangen sind. Im Kommenden referiere ich einen Text, den der Kunsthistoriker Nils Emmerichs verfasst hat. Nils kann heute Abend nicht hier sein, arbeitet aber schon länger mit dem Theater des Anthropozän zusammen und steht immer wieder auf dessen Bühne. Wie kein anderer vor ihm setzte Josef Beuys den Bäumen in der Stadt ein Denkmal, indem er sie selbst zum Gegenstand einer künstlerischen Intervention machte. Der deutsche Ausnahmekünstler entwarf das Projekt 7000 Eichen, Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung. Dafür ließ Beuys zur Dokumente 7 1982 in Kassel unter der künstlerischen Leitung von Rudi Fuchs vor dem Museum Friderikianum, dem Hauptausstellungsgebäude der Dokumenta, 7000 große längliche Basaltsteine aufschütten, und zwar in keilförmiger Anordnung. Die Spitze des Keils bildete die erste der zu pflanzenden 7000 Eichen. Die Bürger waren aufgefordert, selbst für die Abtragung dieses Steinhaufens zu sorgen, indem sie für jeden Stein die Pflanzung einer Eiche veranlassten. Den Erfolg oder den Misserfolg ihrer ökologischen Aktivitäten
zu denen sie die Kunst verleiten soll, haben sie bis zum letzten Stein anschaulich vor Augen. Sollte dieser letzte Stein abgetragen sein, so hat sich das Kunstwerk, die ökologische Plastik, selbst aufgelöst und in wirkliches Leben, in eine lebendige Aktivität verwandelt. Zugleich handelt es sich um eine symbolische Metamorphose, die soziale Aktivitäten verlangt und hervorbringt. So bilden die Steine und die Bäume, welches dieses zivilgesellschaftliche Engagement begleiten, im Sinne der Romantik Denksteine, konkret Anstöße, über das gestaltete Leben in der Stadt nachzudenken. Beuys 7000 Eichen-Projekt war zur Zeit seiner Entstehung eines der teuersten und kontrovers diskutiertesten Kunstprojekte überhaupt. Seine Kosten betrugen ca. 4,5 Millionen D-Mark und es konnte erst 1987 zur nächsten Documenta 8 beendet werden. Dies war auch nur durch private Spenden, unter anderem von internationalen Künstlern wie Andy Warhol oder Janis Kunelis, möglich. Heute sind Beuys Kunstwerk und urbaner Raum nicht mehr zu trennen und diese Pflanzungen sind ein integraler Teil der Stadt Kassel geworden. 2005 wurden die 7000 Bäume, es waren mittlerweile nicht mehr nur Eichen, offiziell als historisches Wahrzeichen anerkannt. Aber warum 7000 Eichen? Die Zahl 7000 leitet sich aus Beuys Erinnerungen an Städte in den USA ab, wie zum Beispiel Seven Oaks. Auch in England findet sich eine Stadt mit dem Namen Seven Oaks. Da es sich um die siebte Dokumente handelte, mit der das Projekt begann, erinnert die Zahl 7000 zugleich an diesen historischen Kontext. Gleichzeitig ging es ihm um das, was er unter dem deutschen Begriff Verwaltung der Stadt verstand. Sieben Bäume machen noch keinen Wald, 70 oder 700 auch nicht, aber 7000 kommen dem schon etwas näher. Zurück ins Jahr 1982. Die Pflanzung löste zum Teil heftige Diskussionen über das zeitgenössische Verständnis von Stadt aus und führte zu Debatten von Bürgern, die uns heute angesichts der ökologischen Krise befremden. Allerdings lernen wir auch besser zu verstehen, wie es zu der heutigen Situation kommen konnte und warum wir heute mehr und mehr mit den Scherben einer ignoranten ökologischen Stadtpolitik konfrontiert sind. Zugleich führte das Projekt zu erbitterten Auseinandersetzungen in Fachkreisen über die technischen Aspekte der Baumpflanzung in Städten. Dabei ging es zum Beispiel um die Frage, ob Bäume überhaupt in eine Stadt gehören, denn nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere in den 60er und 70er Jahren ging es um die Entwicklung einer autogerechten Stadt. Darüber hinaus gab es Kritik, wie die Planung und Pflege, Höhe, Abstände und Rückschnitt der 7000 Eichen umzusetzen sei. Nach dem Kunstverständnis von Beuys sollten die 7000 Eichen sowohl die Wirkungen der Zeit einbeziehen, als auch vor allem als soziale Plastik mit dem Leben der Menschen sowie mit dem sozialen Körper der Zukunft verbunden sein. Beuys zufolge soll die Kunst in alle Lebensbereiche hineinwirken, aber auch integriert werden, sodass jeder an den Möglichkeiten der menschlichen Gestaltungskraft partizipiert. Beuys sah in der Bezugnahme auf die Natur, insbesondere auf die Bäume, einen einfachen, aber radikalen Weg, die Gesellschaft in einer zunehmend technisierten Welt, einer Welt der atomaren Aufrüstung und Umweltzerstörung, umfassend zu regenerieren. Die Stadt sollte sich, ausgelöst durch einen künstlerischen Bewusstseinswandel, auf ihre realen, natürlichen Voraussetzungen besinnen. Mit dieser Reflexion der, wie man heute sagt, geosozialen Bedingungen sollten sowohl soziale als auch politische Prozesse einhergehen, die zu einer Veränderung der alltäglichen Realitäten führen. Dies war Teil seiner Arbeit am, wie er es nannte, sozialen Körper der Gesellschaft. Für Beuys ist die Auseinandersetzung mit den Bäumen in der Stadt Ausgangspunkt einer zukunftsfähigen Transformation. So Beuys, Zitat: Die Arbeit mit Bäumen ist ein neuer Schritt. Es ist eine wirklich neue Dimension in dem ganzen Konzept der Metamorphose, besonders auf dieser Erde und der Metamorphose des Kunstverständnisses. Es ist eine Metamorphose des Gesellschaftskörpers an sich, um in eine neue Gesellschaftsordnung für die Zukunft zu führen. Beuys greift mit seinen 7000 Eichen nicht nur temporär, sondern dauerhaft in das Alltagsleben einer Stadt und in die Gestaltung ihrer Freiräume und Potenziale ein. Bereits 1971 konzipierte er in seinem Werk in den beiden Performances Aktion und Moor oder dem Ausfegen des Grafenberger Waldes ein solches Verständnis. Wichtig ist weniger der räumliche Aspekt als vor allem der Aspekt der Zeit. Der Baum war für Beuys ein Element der Regeneration, das sich mit dessen Wachstum im Medium der Zeit und der Geschichte entfaltet.
Auch beim heutigen Projekt Ein einsamer Baum im Dschungel aus Beton steht Beuys Pate. Denn es ging ihm darum, die Bäume dort zu pflanzen, wo es am schwierigsten war, wo der Boden und das Fall versiegelt und die technische Infrastruktur unter der Oberfläche lag. In diesem Fall in der Kasseler Innenstadt. Eine weitere verblüffende Parallele besteht in der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. Denn Beuys nähert sich den Bäumen nicht nur als Künstler, sondern er bezog von Anfang an den Rat von Experten mit ein, um dieses Wissen in sein Projekt zu integrieren. Im Licht der dringend gebotenen ökologischen Transformation der Städte lässt sich sagen, bei Beuys urbaner Aufforstung handelt es sich um einen Gegenentwurf zum statischen, durchgeplanten städtischen Raum überhaupt. So betrachtete Beuys das Kasseler Projekt als erste Etappe einer fortlaufenden Baumpflanzaktion, die sich über die ganze Welt erstrecken sollte. 2 Jahre nach Beuys Tod, 1986, wurde dieses Vorhaben auf Wunsch des Künstlers im Großstadtdschungel New York fortgeführt. 1988 wurden 5 Basaltsäulen mit 5 Bäumen vor der 548 West 22nd Street gepflanzt, bevor man Beuys Anliegen 1996 mit der Pflanzung von 7000 Eichen in ganz New York City ausdehnte. Joseph Beuys lässt das Utopische über die Kunst in die Welt treten, indem die Kunst, Zitat, etwas bringt, bevor es da ist, wovon die Ursache später kommt. Das nenne ich, aus der Zukunft heraus bewegt sich etwas. Da gibt es auch eine Ursache, aber die Ursache liegt in der Zukunft. Zitat Ende. Heute kennen wir die Ursache. Es ist der Klimawandel. Vor diesem Horizont grüßen wir jetzt alle existierenden und künftigen städtischen Bäume auf der Erde, die aus der Verbindung mit der Kunst hervorgegangen sind und weiter hervorgehen werden. Vorzustellen. Wir hörten gerade Dalina Schambach aus Spandau bei Berlin. Vorher traten die US-amerikanische Schauspielerin Carrie Gedman Daguro auf und unsere Puppenspielerin Lea Vivoda und jetzt mit aufpassen, das ist ein ungarischer Name, da treffe ich manchmal den Akzent nicht richtig, Enikö Zass, glaube ich. Vorgespielt. Zu Kenny Mooney ist zu sagen, er singt hier nicht nur diese Lieder, sondern er komponiert sie auch und schreibt sie auch. Und das ist ihm vielleicht auch noch ein kleiner Applaus wert. Wir jetzt aus dem Mythos, Literatur, Geschichte, Wissenschaft ja verstehen so langsam, dass die Bäume auch Akteure sind, dass sie Erdgeschichte gemacht haben, dass sie aber auch Stadtgeschichte mitbedingen und vielleicht sogar in Zukunft im Klimawandel, im Anthropozän immer stärker Stadtgeschichte schreiben werden, ist natürlich die Frage für uns, meine ich jetzt die ganze Zivilgesellschaft mit, welchen Status wollen wir denn diesen Akteuren eigentlich einräumen? Und jetzt machen wir es wie bei berühmten TV-Show. Wenn wir nicht weiter wissen, fragen wir einen Experten. Der ist schon eingeschaltet, Matthias Kramm.
Matthias, kannst du mich hören? Ich kann dich gut hören, Frank. Okay, Matthias, wir sind hier in Karlsruhe, ITAS, KIT, in der Karlstraße Nummer 11, glaube ich, oder es ist 10, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall geht es uns um Bäume in der Stadt und, ist auch passiert, und du bist ja Experte für die Rechte und Eigenrechte der Natur, und in der Bewegung der Rechte der Natur nehmen Bäume insofern einen besonderen Platz ein, weil ja alles doch anfing, soweit ich weiß, mit Christopher De Stone 1972, fragte er, haben Bäume Rechte? Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen und uns bis in die Gegenwart über diese Entwicklung und die Bäume in diesem Zusammenhang aufklären. Ja, sehr gerne, liebe Grüße nach Karlsruhe. Entschuldigung, ich hätte mich vielleicht noch kurz vorstellen müssen, habe ich vergessen. Matthias Kamm, bedeutender Anthropologe, kommt gerade aus Mexiko zurück, ist jetzt in der Universität in den Niederlanden und forscht und schreibt sehr viel über die Rechte der Natur. So, ganz kurzes Briefing. Okay, Matthias, dann bitte. Dankeschön. Ja, ich fange auch mal an, genau, gehe zurück zu Christopher Stone. Haben Bäume Rechte? Hier ist es eben so, dass 1972 Christopher Stone sich mit diesem Thema befasst. Und der Grund dafür ist, dass der Walt Disney Resort, der Walt Disney Konzern ein Schneeresort in den Bergen Kaliforniens plant. Und da fragt sich Christopher Stone, Mensch, wie können wir denn dagegen vorgehen aus dem Umweltrecht heraus? Das Problem war allerdings, dass keinerlei menschliche Interessen betroffen waren. Das heißt, man konnte jetzt nicht auf menschlichen Interessen basierend eine Klage einreichen. Deshalb war Christopher Stones Idee, lasst uns doch dem Tal und den Bäumen, die darin wachsen, ein Status als Rechtsperson verleihen, damit diese dann natürlich durch menschliche Repräsentanten vertreten vor Gericht ziehen können. Das war seine Idee, das hat er in diesem Aufsatz, haben Bäume Rechte, auch vorgeschlagen. Und der Artikel wurde dann veröffentlicht und fand auch später im Gerichtsurteil Erwähnung, positive Erwähnung sogar. Es gab allerdings zunächst keine direkten Folgen. Das heißt, diese Idee, Bäume, Ökosysteme werden Rechtspersonen, war zunächst allein im Diskurs präsent. Wenn wir jetzt 36 Jahre später nochmal in die Geschichte schauen, dann haben wir einen Paukenschlag in Ecuador, werden nämlich die Rechte der Natur in die Verfassung aufgenommen. Davor gab es lediglich einige regionale Fälle in den USA. Und wenn wir jetzt noch einmal ein bisschen in die, ja, fast in die Gegenwart springen, haben wir 2021 den Nebelwald Los Cedros, auch in Ecuador. Und hier veröffentlicht das ecuadorianische Verfassungsgericht sein Urteil im Fall des Nebelwaldes und in diesem Fall werden diesem Nebelwald eben implizit Rechte zuerkannt. Ja, so implizit ist es gar nicht. Die Rechte sind auf Verfassungsebene der ganzen Natur zugeordnet und werden in diesem Fall dann explizit dem Nebelwald Los Cedros zugesprochen, wodurch dann zwei Genehmigungen für Bergbauprojekte auch annulliert werden. Das heißt, der Nebelwald gewinnt den Rechtsprozess gegen diese Bergbauprojekte. Also hier ganz klar ein Fall als Rechtsperson vor Gericht und das sogar erfolgreich. Ich möchte jetzt noch kurz auf zwei Fälle eingehen, einen in den USA, einen in den Niederlanden, wo es auch wiederum um Bäume und Wälder geht. In den USA haben wir ein, ja, gewissermaßen rechtswissenschaftliches Kuriosum, die Jackson-Eiche, ein Baum im US-Bundesstaat Georgia, der sich selbst gehört. Und es war also hier so, dass im 19. Jahrhundert William Henry Jackson diesen Baum, den Besitz an sich selbst vermacht haben soll. Eine Schenkungsurkunde existiert allerdings in diesem Sinne nicht. Aber das Eigentumsrecht des Baumes an sich selbst wurde de facto von allen US-Bürgern akzeptiert. Allerdings gab es einen Eissturm und der Baum fiel dann im Jahr 1942, nachdem er auch unter Holzfäule gelitten hatte, um. Inzwischen steht dort der Sohn des Baumes, der sich selbst gehört, der aus einer Eiche, dieser großen Eiche, dann nachgezogen wurde.
Wir haben also sozusagen hier eine kleine Familie. In den Niederlanden gibt es ein Projekt, das heißt Bos dat van zichzelf ist, der Wald, der sich selbst gehört, nur 30 Kilometer von hier, wo ich gerade sitze, in der Nähe von Utrecht, gibt es eine Initiative, die einen Wald Stück für Stück aufkauft, mit dem Plan, ihm dann am Ende den Besitz an sich selbst zu überschreiben. Also hier in den Niederlanden, in Europa, eine Initiative, die Wälder, Rechte der Natur und ja, Selbstbesitz zusammenbringt. Was können wir jetzt aus diesem Feld für Bäume und Rechte der Natur lernen? Gerade auch im urbanen Umfeld. Klar, wir haben Bäume in Parks, wir haben Bäume auf Friedhöfen, wir haben Stadtwälder. Hier stehen Bäume als Gruppe zusammen, bilden Wälder, bilden Ökosysteme. Und klar, hier wäre ein bisschen die Idee, könnte man diesen Ökosystemen Rechte und dann Eigentum an sich selbst geben. Aber es gibt natürlich auch Bäume im Großstadtdschungel, an Straßen, an Alleen, die für sich stehen. Und auch hier stellt sich die Frage, wie kann man diese Bäume schützen, wie kann man diese Bäume erhalten? Und hier lässt sich auf jeden Fall ableiten, dass es öffentlich zugängliche Verfahren bräuchte mit Bürgerbeteiligung, um dann zu entscheiden, ob und wie wir diese Bäume schützen wollen und können. Soweit einmal ein Ausflug in die Rechtsgeschichte. Ja, also... eine wunderbare Tour d'Horizon. Oh, jetzt stehe ich verstanden. Und ja, bedanken wir. Ich glaube, wir fühlen uns jetzt durchaus so informiert, dass wir wissen, dass Bäume auch ein Teil der Stadtgesellschaft sind und über ihr Schicksal auch kollektiv oder öffentlich behandelt werden sollte. Danke dir, Matthias. Danke in die Niederlande. Activists who want to make a spectacle on our doorstep. Oh, sag diesen Flachwurzlern, sie sollen sich zum Teufel scheren. Ich will in Ruhe fernsehen. I don't want to go down there right now. They're going to go away in a second. Es kommt gleich eine Sendung, die ist wirklich wichtig. Dazu brauche ich Ruhe und es ist schwer genug, hier überhaupt Empfang zu bekommen. What's it about? Es geht um Borkenkäfer und Eichen... Eichenspinner. Oak Processionary Moth. Eichenprozessionsspinner. Ja, ja, beruhig dich. Sorry, jetzt die Berufskrankheit. Mein. Mann, es ist wichtig. Es geht um unser Habitat und seine Gefährder. Going. Ach so, und pass auf. Denk an deinen Zustand. Wenn sie sich irgendwo ankleben wollen, dann keinesfalls an unseren Baum. Mach ihnen das klar. Sonst scheiße ich ihnen auf den Kopf. You are incredibly vulgar. You're quite disgusting. Was, du bist schon zurück? I managed to grab one of the flyers sailing around out there. Look, read for yourself. Wir protestieren. Bauherr will intakten Baumbestand abholzen auf einer der letzten Brachen der Stadt. Organisiert den Widerstand. If we really are deforested, what's to become of us? We're soon gonna have offspring. They can't do that. Scheiße, das ist echt belämmert. Oh, if we have to leave here, I'm gonna kill myself. Was? Jetzt beruhig dich mal. Ha? Da steht doch so eine Rufnummer. Telefonseelsorge? Nein, Mann, das ist das Solidaritätskomitee. Ich rufe da gleich an. Who's a knock? Ausgerechnet heute kommt der Specht zurück. Dem werde ich was erzählen. Mein Gott, how is this going to end? So, Darlinge, darf ich vorstellen, das ist Herr Linde. Ich gestatte mir, Justus Linde, Rechtsanwalt und Mediator. Ich vermittle Ihnen Mensch-Natur-Konflikten und... damit haben Sie es gerade zu tun. Please help us. This tree is our home. Without it, we are completely lost. Especially now that we have something on the way.
Deswegen bin ich ja hier. Ja, unser Netzwerk setzt sich für die Rechte der Natur ein. Felder, Wälder und Fische und Tiere und alles, die sind einfach Lebewesen. In nicht menschlicher Gestalt. Das müssen wir dem Gesetzgeber klar machen. Wir haben nicht viel Geld. Deswegen ja Mediationen. Die sind viel erschwinglicher als herkömmliche Gerichtsverfahren. Unsere Klientin ist in der Regel nicht gut bei Kasse. But it doesn't just affect us, it affects countless other creatures. Squirrels, birds, insects, bees, bumblebees. Und Nilpferdkäfer. Oh please, you eat though. Was? Mann, Mann, das war aus Versehen. Ja, yeah, right. Ich gleich erkannt. Sure. Außerdem ist es so eine Natur. Also, wenn Sie noch was zu besprechen haben, ich kann hier erstmal zu der alten Eiche rübergehen. Ein ganz außerordentliches Geschöpf. Sieht man bei uns sehr selten, den toten Baum. No, please stay here. Stay here, for God's sakes. This is quite normal, these squabbles. It's quite normal in trans-species families. Don't worry. Also, was meine Frau eigentlich sagen wollte, wir bauen hier ein kleines Biotop. Some of our members are on the red list, but we are a community. Dann können wir ja eine Sammelklage einreichen, oder? Oh, das geht leider nicht. Unsere Kanzlei vertritt die Interesse des Baums. Wir sind spezialisiert auf Bäume in der Stadt. Why trees of all things? Ach, damit fing doch alles an. Vor über 50 Jahren veröffentlichte Christopher D. Stone, ein Rechtsanwalt aus New York, seine epochemachende Schrift Haben Bäume Rechte? Oh ja, und dieser Amerikaner glaubte also, dass Bäume eine Seele haben. Alles klar. So wie früher die Kelten. Wait a minute, the Germanic tribes also believed that. They worshipped oak trees, for example. Mit Weihrauch und allem drum und dran. Das war schon lange her. Jedenfalls, der Urschrift für die Eigenrechte der Natur stammt aus dem Jahr 1972. Also wir Papageien, wir kamen ja mit Alexander dem Großen nach Europa. Oh, ja. Lollipop, you're so educated, but we need to focus on the future of our home now, and Mr. Linda, the mediator, can help us keep everything as it is. Also, wenn es uns gelingt, den Bäumen Rechte einzuräumen, wieder Ihr Problem wahrscheinlich auch gelöst. We understand. You are committed to the rights of trees and thus saving the entire microbiotop. Das könnte im günstigsten Fall der Effekt sein. Aber warum sollte ausgerechnet der Mensch dran interessiert sein, den Bäumen Rechte zuzugestehen? Ha! Die wollen doch das Holz für ihre Türrahmen, Tische, Fenster. Now that concrete and plastic are being replaced, I mean, wood is becoming increasingly important. Ja, uns geht es um die Städte, also um die Bäume in der Städte. Ja, wir bereiten gerade eine Klage am Bundesverfassungsgericht vor. Wir können evident machen, dass die Städte in Zukunft nicht ohne Bäume überleben können. Die Städte brauchen sie. Nicht nur als unverzichtbaren Hotspot von Biodiversität. Die Biodiversität ist viel besser aufgehoben in der Stadt als in der freien Natur. Die Felder sind doch bis zum Rand voll mit Ackergiften. Wir brauchen auch die Bäume, um die Temperaturen zu regulieren und die Feuchtigkeit zu binden. Also wenn es hier im Sommer auf unbeschatteten Betonplätzen 36 Grad sind, haben wir auf dem Boden über 44 Grad. Da können sich bald keine Menschen mehr aufhalten. Deswegen müssen wir alle Bäume in der Stadt unter Schutz stellen. Also, mir hat ein Kumpel erzählt, dass allein in Berlin 100.000 Bäume gepflanzt werden sollen. Ja. Ja, sagen Sie. Also, ja, sagen Sie, dass es geht dann auf einen mehr oder weniger nicht an, ja? But we don't. But we don't believe that, but some people certainly do. Dass ich nicht lache! Wissen Sie, wie lange so ein Baum braucht?
um seine Flügel aufzufahren und im Sinne der Regulation einsatzfähig zu werden? Hm? Ja. Mindestens 20 bis 25 Jahre. Sie können auf absehbare Zeit überhaupt nicht ersetzt werden. There's said to be a spruce tree in Sweden that is over 10,000 years old. Ich kenne Eiche, die ist 1,000 Jahre alt. Even fir trees can live up to 600 years, they say. Und in England, da gibt's eine Eibe, die ist 2,000 Jahre alt. Ja, ja, ich dachte eher an alle Stadtbäume, die mehr als 50 Jahre alt sind. 20 Jahre wäre noch besser. Oder 18, wenn die Bäume volljährig sind. Hallo! 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 Ach, entschuldigen Sie, wenn ich hier so unangemeldet hereinplatze. Ich bin auf der Suche nach diesem sogenannten Mediator. Ach, hier, Windbeutel. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle, Dr. Andrea Bares. Ich vertrete die Interessen der Baugesellschaft Wohnen im Grün. Nur, dass hier keine Bäume mehr stehen, wenn Sie mit dieser Arbeit fertig sind. Überhaupt kein Grün. Wenn unsere Wohnanlage steht, kommt hier überall Rasen hin. Doch, ja. Und kübelweise Gehölz. Das lässt sich besser pflegen. Ja. Wegen dem Hitzestress durch den Klimawandel brauchen die unbedingt Bäume, sonst werden die innerstädtischen Temperaturen unerträglich. Gerade wegen der zu erwartenden Klimaschwankungen müssen die Bäume weg. Ja, viel zu gefährlich. Ja, die Bäume machen doch jetzt schon Stress. Ja, ja. Und nicht nur das. Sie fallen um und stürzen auf die Häuser. Oh. Äste brechen plötzlich ab und fallen auf spielende Kinder. Das machen wir doch alle nicht. Wir ziehen vor das Bundesverfassungsgericht. In wessen Namen denn? Sie haben doch nicht einmal einen Klienten. Nicht, nein, im Namen dieser Eiche hier oder dieser Albe dort. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Die können doch nicht einmal sprechen. Ja, das unterscheidet uns, das stimmt. Darüber verstehe ich alles. Eine Kapitalgesellschaft kann auch nicht sprechen. Trotzdem hat sie den Status eines Rechtssubjekts. Weil die Zahlen eine eindeutige Sprache sprechen. Das Problem ist doch, ihre Bäume können nicht rechnen. Da sind die juristisch tot. Ja, ein Koma-Patient kann weder rechnen noch sprechen. Trotzdem hat er Rechte. Ach, kommen Sie mir doch nicht mit solchen Spitzfindigkeiten. Sie struppiger Winkeladvokat. Fragen wir doch Ihr angebliches Rechtssubjekt, ob sie vielleicht zu unserer Diskussion etwas beitragen kann. In die Federn gehen. Wenn du vorbeigehst, grüß mich mal. Wenn es trocken ist, dann gieß mich mal. Tu das mal für mich. Tu das mal für mich. I know everyone that is here. The men, the women, the children. I hear how you cry, I hear how you laugh. I know when you are worried. Wenn du vorbeigehst, grüß mich mal. Wenn es trocken ist, dann gieß mich mal. Tu das mal für mich. Tu das mal für mich. Auch ich hab Sorgen nicht zu knapp. Man gräbt mir hier das Wasser ab. Kipp mit Beton den Boden voll. Sag mir, wie ich noch wachsen soll. Wenn du vorbeigehst, grüß mich mal. Wenn es trocken ist, dann gieß mich mal. Tu das mal für mich. Tu das mal für mich.
jetzt alle. Wenn du vorbeigehst, grüß mich mal. Wenn es trocken ist, dann gieß mich mal. Tu das mal für mich, ja. Tu das mal für mich und nochmal. Wenn du vorbeigehst, grüß mich mal. Wenn es trocken ist, dann gieß mich mal. Tu das mal für mich. Ja, tu das.